Okay, also langsam aber sicher habe ich das Gefühl, ich habe die Regeln von Pokémon Go noch immer nicht verstanden. Irgendwie habe ich allerdings auch das große Gefühl, dass das komplett wurscht ist. Wir befinden uns nämlich mittlerweile im Jahr 2017, dem Jahr, wo man das Spiel wahrscheinlich in Pokémon Gone umbenennen wird müssen. Was allerdings keinesfalls von der Bildfläche verschwinden wird, ist die klassische Anime-Serie Pokémon. Da erschien vor einigen Wochen bereits die erste Staffel in deutscher Sprache auf DVD und ebenfalls bereits eine kleine Weile her, aber bei mir erst verspätet gelandet, ist jetzt die Staffel 2 unter Anführungszeichen mit der Orange Liga. Allerdings befindet sich in der zweiten Pokémon Staffelbox wesentlich mehr als nur die Orange Liga. Immerhin hat die erste Staffel der klassischen Pokémon-Serie satte 82 Folgen und die zweite Staffel mit der Orange Liga nur mehr 36. Demnach hat Studio Hamburg Enterprises die Boxen etwas anders aufgeteilt. Die als Indigo Liga beschriftete Staffel 1 Box enthält 52 Episoden und die zweite Box mit der Orange Liga Aufschrift enthält jetzt 60 Folgen. Damit sind die ersten beiden Staffeln komplett in deutscher Sprache auf DVD erhältlich. Warum nur komplett? Leider hat man auf einige Folgen bei der DVD-Auswertung verzichtet. Was bei der ersten Box fehlt, habe ich im DVD-Check zu dieser Box bereits erklärt. Falls euch das noch einmal interessiert, bitte in das entsprechende Video reinschauen. Allerdings ist jetzt leider auch die Box 2 nicht vollständig. Insgesamt fehlen nämlich im Vergleich zur Originalversion 3 Folgen, die allesamt in deutsch synchronisierter Fassung sogar im Fernsehen ausgestrahlt wurden. Dabei handelt es sich um die Episoden Rosannas Odyssee, Theater, Theater und Ash und die Lektion auf der Mandarininsel. Grund dafür, dass diese drei Episoden fehlen, dürfte wohl sein, dass eine zentrale Hauptfigur dieser drei Episoden das Pokémon Rosanna ist. Ihr wisst schon, der dickliche Blondschopf mit Blackface, was eine klitzekleine politische Diskussion hervorgerufen hat und irgendwie dafür gesorgt hat, dass 4Kids diese Episoden aufgrund der Political Correctness mehr oder weniger gestanzt hat und sie demnach höchstwahrscheinlich auch für den deutschsprachigen DVD-Release nicht freigegeben wurden. Schade. Staffel 3 übrigens wird dann die Episoden zur Johto-Liga enthalten, ist allerdings noch nicht offiziell in deutscher Sprache angekündigt bzw. vorbestellbar. Glaubt man allerdings dem Rhythmus, dass die deutschen Cover-Artworks denen der australischen DVD-Boxen entsprechen, so wie sie es bisher sind, dann wird dort Misty auf dem Cover zu sehen sein. Aber bevor es dann tatsächlich dazu kommt, haben wir jetzt noch eine ganz wichtige Aufgabe vor uns. Wir kämpfen uns jetzt nämlich durch die Orange Liga in der heutigen Ausgabe von Playzockers DVD-Check, wo ich mich schon freue, euch das deutsche DVD-D-Pack zu Pokémon Staffel 2 näher vorzustellen. Auf den ersten Blick sieht das Digipack zur zweiten Pokémon-Staffel exakt so aus wie das zur ersten. Leider steckt der Teufel diesmal allerdings wirklich in den Details und bevor wir uns konkret um das Season 2 Digipack kümmern können, müssen wir das einmal ganz kurz abarbeiten. Legen wir nämlich diese beiden Digipacks über bzw. nebeneinander, fallen uns gleich einmal zwei Dinge auf. Das eine ist, dass das Digipack zur zweiten Staffel etwas schmäler ausgefallen ist als das der ersten. Was ich allerdings noch wesentlich kurioser finde, ist die Tatsache, dass das Digipack dafür etwas breiter ist. Stellt man sie also beide nebeneinander ins Regal, steht das Digipack von der zweiten Staffel etwas nach vor, was mir als Fan einheitlich gestalteter Serienveröffentlichungen nicht wirklich gefällt. Außerdem, was mir bei der Betrachtung des Spine ganz besonders deutlich auffällt, ist, dass man zwar offensichtlich bemüht war, die verschiedenen Bildelemente wie den Pokémon-Schriftzug, der Staffelbezeichnung bzw. den Pokéball so ziemlich auf derselben Höhe zu halten, hat man das bei diesem schwarzen Strich überhaupt nicht geschafft und der ist bei der zweiten Staffel nur mehr ungefähr halb so dick wie bei der ersten. Das sind zwar alles nur Kleinigkeiten, die aber meines Erachtens nach dann letztendlich schon relativ große Auswirkungen haben. Jetzt kümmern wir uns allerdings einmal konkret um das Digipack der zweiten Staffel von Pokémon und schauen uns
einmal das Cover-Artwork an. Logischerweise ist das Artwork diesmal nicht mehr rot, sondern orange, weil wir befinden uns ja auf den Orange Islands. Aber was ich erwähnen möchte unbedingt, ist, dass mir persönlich das Cover-Artwork der zweiten Staffel deutlich besser gefällt als das der ersten Staffel. Während Ash und Pikachu auf dem Season 1 Digipack wirklich cool ausgesehen haben, verspricht das Artwork von der zweiten Staffel noch wesentlich mehr Action. Wir sehen Pikachu in Sprungposition, Ash und Rocko machen einen coolen Eindruck und was mich als Anti-Fan der FSK-Flatschen ganz besonders freut, ist, dass man wieder einmal den großen FSK-Sticker nur auf der Verpackungsfolie angebracht hat und nicht einmal auf dem Digipack selbst, sodass man beim Auspacken keinerlei Rückstände, Schäden oder sonst irgendetwas befürchten muss. Schauen wir jetzt einmal auf das Backcover des Season 2 Digipacks, wo wir, schnell verglichen, mit der Season 1 sehen, dass hier tatsächlich alles beim Alten geblieben ist. Mit der Ausnahme, dass diesmal nicht mehr der normale Pokéball als Disc-Design herhalten muss, sondern ein Superball. Außerdem gibt es diesmal nicht 6, sondern 7 Discs, was dann spannend wird, wenn wir das Digipack gleich aufmachen. Sonst finden wir auf dem Backcover noch die Inhaltsangabe, einige Ausschnitte aus den Folgen, sowie den Hinweis darauf, dass in der Box 60 Folgen in deutscher und englischer Sprache enthalten sind. Untertitel oder Bonusmaterial gibt es bei diesem Set nicht. Schauen wir jetzt einmal in das Digipack hinein. Da begrüßt uns sofort einmal Rocko, formatfüllend auf das Digipack gedruckt mit einem relativ coolen Bild, so wie übrigens auch schon die Innenartworks von den Digipacks bei der ersten Staffel gemacht wurde. Auf der Rückseite sehen wir dann Shiggy, genauso eben wie Rocko im Großformat aufgedruckt. Und klappen wir jetzt das Digipack einmal auf, sehen wir bereits auf der linken Seite die große Neuerung. Hier ist tatsächlich ein dickes Tray für 3 DVDs untergebracht. Ich betone das nur deswegen, weil ich als großer Fan und Sammler von Digipacks dieses Tray bislang noch kein einziges Mal gesehen habe. Die zweite Staffel von Pokémon ist tatsächlich das erste Mal, dass mir das unterkommt. Ist auch, wenn wir uns jetzt einmal ganz kurz bemühen, diese 3 Discs zu entfernen, vor allem bei der mittleren Disc etwas fummelig, da man die fast ein bisschen umbiegen muss, dass man sie geschickt rausbekommt. Ansonsten ist es allerdings eine relativ coole Idee, dass man nämlich auf demselben Platz, den normalerweise die 6 Discs eingenommen haben, jetzt 7 Discs unterbringt. Hätte man nämlich die letzte Disc auf einen eigenen Tray gespannt, wäre das Set von der zweiten Staffel von Pokémon deutlich dicker als das der ersten Staffel. Und auch wenn das Format jetzt nicht 1:1 übereinstimmt, ist es mir persönlich dann doch so lieber. Bedruckt wurden die Discs mit jeweils einem Pokémon, mit dem Superball, beziehungsweise wie bereits bei der ersten Staffel, mit dem Volume 2.x Kennzeichen, wo wir dann hier auf diesem einen Flügel nachlesen können, auf welchen Discs sich welche Folgen befinden. So sind die ersten 3 Discs noch mit Folgen von der Indigo-Liga bespielt und bei Disc 4 ab der Folge 27, Panic Party, startet dann die Orange-Liga. Im Gegensatz zu einigen Episoden der damaligen ersten Indigo-Liga-Staffel handelt es sich bei den Episoden der Orange-Liga tatsächlich um eine deutsche DVD-Premiere. Deswegen möchte ich euch wie gewohnt im nächsten Segment von Playzockers DVD-Check einige Screenshots aus dem deutschen DVD-Transfer direkt zeigen, weise allerdings wie gewohnt darauf hin, dass ich diese Bilder in keinster Art und Weise bearbeitet oder verfremdet habe, sie aber natürlich abspeichern, ins Video einfügen und dieses dann rendern und auf YouTube hochladen musste und dass es sich außerdem bei diesem Video, das ihr jetzt seht, um eine Full-HD-Präsentation handelt, wofür die DVD-Screenshots natürlich entsprechend vergrößert werden mussten. Trotzdem, finde ich, erkennen wir auf den Screenshots, die übrigens noch teilweise aus der ersten und teilweise aus der zweiten Staffel stammen. Genauer gesagt habe ich mich sowohl bei Disc 1 als auch bei Disc 6 bedient, um euch einen möglichst umfassenden Einblick in die Bildqualität zu liefern. Was mir aufgefallen ist, ist, dass die Episoden der Orange Liga teilweise einen etwas körnigeren und groberen Eindruck machen als die der Indigo Liga. Dabei
kann es sich allerdings nur auch um spontane, kurzzeitige Eindrücke handeln, weil die Bildqualität der Episoden teilweise doch noch etwas schwankt. So gibt's ab und zu etwas Doppelkonturen, manchmal ist die Schärfe etwas besser, manchmal sind die Farben etwas präsenter, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, dass die Episoden, die hier jetzt in dem Staffel 2 DVD-Set enthalten sind, qualitativ en par sind mit dem, was wir vor einiger Zeit bereits bei der Staffel 1 gesehen haben. Für das Alter der Serie machen die Schärfe, die Farben und die Kontraste einen guten Eindruck und bleiben auf dem Niveau, das man von vergleichbaren Anime-Serien gewohnt ist. Die Kompression arbeitet weitestgehend sauber, lediglich im Hintergrund bzw. ganz besonders bei schnellen Bewegungen machen sich einige Blockbildungen bemerkbar, bzw. was man im Standbildmodus auch bemerken kann, sind die für die damaligen Animationen typischen sogenannten Ghosting-Effekte. Studio Hamburg Enterprises veröffentlicht mit der zweiten Staffel von Pokémon auf 7 DVDs nicht nur die komplette Orange Liga, sondern auch die bislang noch fehlenden Episoden aus der ersten Staffel der Indigo Liga, mit Ausnahme leider der paar Episoden, die höchstwahrscheinlich leider nie in deutscher Sprache auf DVD erscheinen werden. Dabei hat man sich wirklich bemüht, die zweite Staffel genauso aufzubauen wie die erste Staffel, so ist die Menüführung identisch zur ersten Box. Sogar das Pokémon-Theme, ich will der Allerbeste sein, lässt sich bei der zweiten Staffel durchgehend hören, obwohl ab der Episode Panic Party dann auf den neuen Vorspann und das neue Titellied der Orange Liga gewechselt wird. Das Digipack ist grundsätzlich genauso aufgebaut und gestaltet, wie man es von der ersten Staffel gewohnt ist. Leider stimmen diesmal allerdings die Proportionen nicht ganz, sodass das Set ein bisschen dünner, dafür kurioserweise etwas breiter ist, sodass all jene, die das Set wirklich 1:1 einheitlich haben hätten wollen, vielleicht etwas enttäuscht sind. Dafür hat man sich allerdings bei der Gestaltung übertroffen, liefert meines Erachtens nach ein cooleres Cover-Artwork als bei der ersten Staffel, bedruckt die Discs im Set Stil und liefert alles in allem eine Veröffentlichung, die zwar nicht makellos ist, die für Pokémon-Fans aber trotzdem eine ist, die unbedingt ins Regal wandern muss. Weil wenn man ganz ehrlich schon nicht mehr nach draußen geht, um Pokémon zu jagen, dann kann man das zumindest mit dem Amazon-Warenkorb machen und sich ein Stück Nostalgie und Kindheitskult ins eigene Sammlerregal holen.